Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zu NBA 2K21 auf der Next Gen. Nochmal der Aufruf, wer Bock hat, gemeinsam mit mir zu zocken, einfach auf Twitch vorbeigucken. Max Sports, Edna, ganz easy going. Hier kann ich es auch nochmal zeigen. Max Sports, genauso, aber zusammengeschrieben. Ich weiß nicht, warum das hier auseinander. Also zusammengeschrieben, Max Sports. Einfach gerne Edna, denn wir wollen jetzt dann relativ bald mal ein paar MyPark-Folgen aufnehmen und dann auch droppen. Jetzt hier erstmal rein ins Programm. Also ich glaube, das passt mittlerweile schon so, dass wir hochgehen auf Superstar. Ich habe übrigens endlich meine Trikotnummer geändert. Yes. Ist auch geil. Zweiter Spitzname, da könnte man... Aber ich glaube, das wird sich nicht ändern. Deswegen lassen wir das auf... Was gibt's denn? Lights Out, Little General, Magician, Merrick, Miracle Man, Money, Mr. Clutch, Mr. Fundamentals... Oh man, Grass, Prime Time, ja, also ich glaube, das wird sich aber im Spiel, Freak gibt's auch wieder, ich glaube, es wird sich einfach im Spiel selber nicht ändern. Gibt's irgendwas mit M? Und da gerade, ich habe gerade gedacht, da steht Big Boomer, Big Daddy, Baller, A-Train, ABC, irgendwas mit M, passend zu Max, Mr. Clutch. Ja, die sind alle irgendwie nicht so geil. Naja, okay, also vergessen wir das. Wir gehen rein in die Entwicklung. Wir haben eine neue Plakette am Start. Und zwar wieder Spielaufbau, ganz klar am Anfang. Für mich essentiell wichtig, schneller erster Schritt. Und dann haben wir einen neuen Werbevertrag von Kia. Da wollen wir natürlich auch so gut es geht absahnen. Gegenangebot, ja. Zickt halt rum. Passt. So. Kia, wo seid ihr? Halte eine Pressekonferenz zu deinem neuen Vertrag mit Kia. Yo, what's up everybody? Appreciate you guys coming out. And I appreciate Kia for setting this up for me. Excited to be partnering with them and I'm ready to answer a few questions. So, who's up first? Doug? Hi, Junior. What's up, Doug? I'm wondering if you can tell us a little bit about why you chose to endorse Kia. Yo, ever since I saw Blake Griffin jump over that Kia in that dunk contest, I've been a big fan. So, it's exciting to be able to work with him. So, Junior, tell us, what's this partnership going to look like? Any specific plans in the works for special projects or anything? Yo, be honest, I'm hoping I can get some sort of custom interior, junior edition, something like that. Yeah. Yeah, that'd be dope. All right, looks like they're telling me we got time for one last question. Go ahead, Kristen. Thanks, Junior. So, what's your favorite Kia? Ja, da kenne ich mich als alter Kia-Experte natürlich auch komplett aus. Der Hybrid natürlich gut für die Umwelt. Well, I like the Niro. Yeah, it's a hybrid, so it's good for the environment. And that's what I care about. Very environmentally conscious. All right, I see my people over there telling me that's all we got time for today. So I appreciate everybody coming out. Yeah, and thanks again to Kia. Ey, sag mal, hier, da bin ich umweltfreundlich am Start, dann kriege ich 98 Fans unten dazu. Wie traurig ist das denn? Also das ist nicht gerade hier umweltfreundlich. 2K. So, wir kriegen die 180 wie sie. On top. Hier, werde zum Spieler des Spiels gewählt. Machen wir das mal als erst. Wobei. Ja, nee, passt schon. Bei den anderen Sachen, Beats, habe ich auch nichts drin. Halte eine Pressekonferenz zu deinem neuen Vertrag mit Beats. Das machen wir jetzt nicht sofort. Trage beim Shootaround schwarz-rote Beats. Das können wir auf jeden Fall mal easygoing machen. Dann hier erzielen in einem Spiel einen Block als Point Guard. Das sollte auch eben sein. Und was war noch? Tissot. Gewinne ein Spiel mit 15 Punkten und trage auf der Pressekonferenz danach. Tissot Chrono XL NBA. Man kennt sie. Okay. In der Entwicklung. Ich... Was können wir da machen?
Ich bin gerade eine 77, aber ich bin irgendwie total mega zufrieden. Ich weiß auch nicht, was abgeht. Aber auf jeden Fall, ich fühle mich jetzt mit dem Spieler nicht unwohl. Ballhandling haben wir schon komplett voll. Tempo mit Ball. Defense in der Zone. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach erstmal so, weil solange ich klarkomme, klar, ich könnte jetzt natürlich den Dreier noch nach oben pushen. Aber so, von den beiden Sachen, der Korbleger aus der Bewegung kann ich vielleicht mal ein bisschen hoch machen. Krass, bist du direkt eine 80? Das Spiel rastet aus, gleich direkt 3 Punkte nach oben. Okay, so, dass wir zumindest eine Kleinigkeit haben. Nächstes Spiel gegen die Phoenix Suns und gegen Devin Booker. Leider dadurch, dass wir natürlich, ich habe es 2K nochmal geschrieben, bitte, wir brauchen ein Roster-Update, auch wenn man schon in der Karriere ist. Ich bleib da dran. Wir spielen jetzt gegen die alten Phoenix Suns. Es wäre natürlich geiler, gegen die neuen zu spielen, aber trotz allem geht es gegen Devin Booker und gegen Aiden. Also lass uns reinstarten. Let's get it. Das wird auch so eine interessante Geschichte. Wie sieht es jetzt? Es sind ungefähr noch 2 Wochen. Dann geht's los. Wie machen sie das mit den Zuschauern? In welche Halle dürfen Zuschauer? Wie viele Zuschauer? Was gibt es für Vorschriften? Wie sind die Sitze verteilt? Muss man die ganze Zeit Masken tragen? Und so weiter und so fort. Ich glaube, dass am Anfang fast keine Zuschauer da sein werden. Auch wenn ich der Meinung bin, man könnte ein paar reinlassen. Vielleicht so 1000, 2000. Und jetzt muss man fast böse sein und sagen, es gibt ja auch die ein oder andere Franchise, da kommen bei Regular Season Games gar nicht mehr. Schön aufgepasst, das wird der erste. Das wird der erste Fast Break. Ich glaube, das Problem ist, es ist gar nicht in der Halle, sondern außerhalb. Ich glaube, das ist auch das Problem bei den ganzen Stadien, beim Fußball. Der Weg dorthin ist halt immer das Problem. Mit Bahn, Bus, die da ja immer voll ist. Also ich habe keine Ahnung, was Devin Booker da treibt, aber... Game over. Oh my goodness. Aiden rastet aus. Ja, wieder schön am Trash-Talken. Alter, wir sehen aus, als wenn wir gerade eben von der Kur zurückkommen. Und ich rede von einer Kur... Ihr wisst schon, welche Kur. Von der Muskelmasse her. Ah, schön. Und auch guter Pass. 25-23. Ganz kurz der Fahrplan. Ich versuche auf jeden Fall, dass wir so zu Weihnachten, ja, sowas in dem Dreh, dass wir in den Playoffs sind. Ich will aber jetzt am Anfang natürlich auch noch die Story-Elemente, die es gibt, will ich noch ein bisschen mitnehmen. Aber, Alter, die Defense ist ja mal richtig nice. Let's go home. Joris Burke sagt, hey, lass den Jungen in den Dunk-Contest. Alles andere wäre auch eine Frechheit. Booker. Baines. Noch 4 Sekunden. Gut
Ja, ich wollte gerade sagen, gut verteidigt, aber dann kommt trotzdem noch ein einigermaßen solider Abschluss zustande. Und das Foul ist gezogen. Oh, 27:25. Also wenn ihr die Folge seht, bin ich hoffentlich mit Luisa schon in Deutschland gelandet. Ich werde mal versuchen, mit Luisa zusammen zu streamen. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, aber ihr vielleicht irgendwie ein bisschen 2K beibringen. Ich weiß, dass sie für alles offen ist. Und ich glaube, dass das einfach so für einen Stream mal ganz lustig wäre. Nicht auf Dauer, aber... Dass sie vielleicht mal den Dunk-Contest machen lassen oder irgendwie sowas, weil das hat ja mit Basketball an sich nichts zu tun. Scheiße. Der war nicht gut. 29:27. Boah, ich hab gedacht, Baines zündet. Kaminsky. Block kommt. Wir switchen. Nice. Überragend. Muss ich mich selber loben. Das ist nicht überragend, das ist katastrophal. 8 Punkte Führung, jetzt mit Stephen Curry auf dem Feld. Raymond. Oh. Aber Max holt ihn. Weil ich bin halt einfach... Läuft. Da kommt der Block und was für ein harter Block. Alter, ich hab uns echt eine Maschine erstellt. Ich finde zwar, dass wir oben rum ein bisschen zu breit sind und unten die Beine vielleicht ein bisschen vernachlässigt sind beim Fitness, aber... Rubio. Tschüss. Und da kommt! Nein, da kommt nicht der Stil. No way. No way, sag ich doch. And that's how you have to defend him out there on the three-point line. Played him perfectly. A chance here to catch up with Allie from the sideline. Coach Monty Williams has really revitalized the Suns. Devin Booker. Auch wenn diese Dunks natürlich immer sehr, sehr cool sind, muss man sagen, die sind dieses Jahr total overpowered. Ich habe Post-Arrest noch nicht mal auf Gold. Sogar auf Bronze? Silber? Ich weiß es gar nicht. Gerade oben, ich glaube, Silber ist es. Da darfst du nicht schon solche Dinger raushauen. Komplett overpowered. Defense ist wieder da. Wieder on point. Steph. Yes, Sir! Alter, wir sind schon so ein bisschen Zion-mäßig unterwegs, muss man sagen. Schlechter kann man den auch nicht treffen. Das war mein Fehler. Rubio. Schöner Pass. Kann ich als Small... Ich glaube schon, oder? Als Small Forward? Blake? Ah, ich kann keine Blaze ansagen. Block kommt und... Yes, Sir! Wiggins gönnt sich den Dreier. 51-50. Bridges. Und da ist der Stil. Muss ich alleine machen. Ich glaube, wenn ich den Pass jetzt rausgespielt hätte, Curry wäre dann gecovert worden. 12 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist. Ziemlich guter Start. Ja, Defense ist wieder jetzt nicht on point, aber auf jeden Fall gegeben, sage ich mal. Bridges. Jetzt wissen sie nicht, was sie machen sollen. Und überragend gespielt. Und von uns überragend. Scheiße verteidigt.
Und da kommt der optimale Block. Und Alley-oop. Let's go. Timeout. Die hätte ich auch genommen, weil Maxi ist on fire. Spannendes Spiel. Wir können uns nicht wirklich absetzen oder beziehungsweise wir können auch gar nicht erstmal so richtig in Führung kommen. Warum genau habe ich mich über das End One gefreut? Mir fällt dann immer erst ein, dass mein Freiwurf dieses Jahr so scheiße ist. Bin am Start. Defense, wir gehen ein bisschen näher dran. Aiden nimmt ihn. Stark, Stephen Curry. Pass kommt. Beginnt. Leider keine Punkte. Und schöner Pass. Easy. Ich würde ja viel lieber mal mehr Assists spielen, aber dafür kriege ich einfach gerade eben die Splash Brothers noch nicht frei genug. Damn it. Endlich mal so eine kleine Führung von 5 Punkten, ne? Kurz bevor es reingeht in das letzte Viertel. Der war wesentlich zu kurz. Bob. Oh, Alter. Booker against Thompson. Shoots over Booker. Rebounded. Krieg ich nicht. 5 Sekunden. Habe ich noch Glück? Ich habe gerade eben gedacht, wir kriegen einen Wurf-Foul gegen uns. Geil, wir dürfen noch mal rein. 16 Sekunden noch zu spielen. Das Spiel ist natürlich durch. 133 zu 110. Versuche ich noch schnell Punkte zu machen. Wir nehmen alles mit. Wir sind Rookie. Come on, let's go. 20 Punkte sehen besser aus wie 18. Und 21 sehen noch besser aus wie 18. Also ganz klarer Sieg gegen die Phoenix Suns im Chase Center. Easy. Wir kommen ja trotzdem auf genügend Punkte, muss man ganz klar sagen. Ich habe mir gerade eben mal gedacht, ich werde in den nächsten Spielen vielleicht mal versuchen, mehr einen Mitteldistanzwurf zu nehmen oder auch mal mich für den Dreier freizulaufen. Aber eine Sache ist auf jeden Fall immer noch klar. Der Drive ist zu stark. Er ist einfach zu stark. You poured in a ton of points tonight, Junior. How'd you do it? Yeah, well, teammates saw I had the hot hand and they encouraged me to keep shooting. Yeah, that's what we're all about here. Yeah, we spread it around, whoever's hot, we're gonna find them. So, Junior, you think this will carry over to your next game? It depends. Might see some different coverages, different matchups. Yeah, we just let the game come to us, so whatever that means for the next game, we'll just make the right play. Okay. Junior, you guys cruised out there tonight and finished strong. What's the key to maintaining focus with a big lead like that? But you can't take your foot off the gas in this league, especially with the way guys shoot threes now. Yeah, you can give up that league real quick. But we got a bunch of dogs, though, so that's never been a problem for us. We like to finish what we start. Thanks, Junior. Yep. All right. Any more questions? Nobody? All right, thanks. Punkte, 7 Rebounds. Eats Incentive abgeschlossen. Tissot Incentive abgeschlossen. Also da können wir jetzt gleich ein bisschen absahnen, was VCs angeht. Wir kriegen natürlich auch wieder Punkte oben drauf, aber das ist für uns gerade eben sowieso nicht relevant.
Werfen tatsächlich plus 0. Ja, ich habe keinen einzigen Wurf genommen in diesem Spiel. Stimmt. Deswegen habe ich auch gesagt, im nächsten Spiel mal ein bisschen mehr zünden, ne? Ja. Chemistry sind wir voll. Bands passt auch. Das nächste Mal gegen die Spurs. Okay, Leute, dann in der nächsten Folge checken wir die Incentives ab und dann geht's gegen San Antonio. Ich werde versuchen, ein bisschen mehr zu werfen, also den Drive mal ein bisschen hinten anzuschieben. Mal gucken, ob uns das gelingt. Ansonsten seid mit am Start. Unser Ziel ist immer noch ganz klar. Wir wollen rein in die Starting 5. Wie viele Minuten haben wir gerade eben? Und ja, wir sind noch nicht mal Six-Man, aber wir sind auf einem guten Weg dahin. 20 Minuten bekommen wir gerade eben. Und dann hier mittendrin wäre schon nice. Andrew Wiggins wäre dann Six-Man. Und dann wären wir auf dem Feld mit den Splash Brothers, Draymond und Marquise Chris. Also ist schon eine geile Combo. Wenn ihr Bock habt, seid in der nächsten Folge wieder am Start. Bis dahin, euer Max. Ciao.